tes fraises, tes cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. Wieder hofiert zu werden und gesehen zu werden und ja, dieses Kribbeln im Bauch. Die Untreue ist eine Krise, eine Erfahrung, die das gesamte menschliche Drama umfasst. Liebe, Leidenschaft, Lüge, Begehren, Geheimnis, Verrat, Eifersucht, alles auf einmal. Das gibt es sonst nur in der Oper. Er hat mich angelogen, ja. Er hat mich einfach immer wieder angelogen, ja. Und das ist auch was, was so verletzt. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. Der Alltag frisst das Feuer der sexuellen Leidenschaft grausam auf. Es brennt alles hinunter bis zu einem Häufchen Asche. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, wie auch beim richtigen Feuer, ist Holz nachlegen. Ich denke, es ist ein bisschen schwer, immer treu zu bleiben, weil wir wohnen nicht in einer Welt, wo wir nur uns beide gibt. Also als Doris mir gestanden hat, dass sie sich verliebt hat, ja, hat sie mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Warum sind die Menschen bereit, alles zu riskieren, was sie sich aufgebaut haben? Warum sind sie bereit, ihre Familie, ihr Zuhause, ihre Kinder, alles zu verlieren? Was suchen sie? Es gab noch nie so viele Gelegenheiten, fremd zu gehen wie heute. Im Internet suchen tausende Frauen und Männer auf Seitensprungportalen ein Rendezvous. Und wenn mal aus der Dienstreise ein erotisches Abenteuer wird, merkt das niemand. Es war aber auch noch nie so leicht wie heute, eine Affäre zu entdecken. Ein Blick ins Handy und aus dem süßen Geheimnis wird eine Beziehungskrise. Fremdgehen ist heute keine große Sache mehr. Oder doch? Auch wenn es schwer ist, verlässliche Daten zu bekommen, Affären haben in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Vor allem bei den Frauen. Nach einer internationalen Umfrage sind in Deutschland 43% der Frauen und 46% der Männer schon einmal fremdgegangen. In Frankreich sind es 32% der Frauen und 55% der Männer. Doch gleichzeitig ist das Fremdgehen des Partners immer noch ein Tabu. Und für die meisten ein Trennungsgrund. Alle wollen ewige Liebe. Aber kaum jemand will ewig treu sein. Es fängt immer so gut an. Da gibt es nur dich und mich und das Glück. Heimliche Treffen, Lügen, Sex mit Fremden, unvorstellbar. Doch ein paar Jahre später erwischt es fast jeden. Entweder auf der einen oder der anderen Seite. Uwe, verheiratet, zwei Kinder, sieht eigentlich anders aus. Aber seine Frau soll nicht erfahren, dass er fremd geht. Als Bauingenieur ist er oft unterwegs und hat viele Gelegenheiten, andere Frauen kennenzulernen. Chérie, bonjour. Wir fahren jetzt los und wir sehen uns nachher. Ich komme einfach mit diesem Modell der Monogamie nicht zurecht. Das sind einfach für mich zu viele Erwartungen an einen einzelnen Menschen. Deswegen versuche ich, meine Bedürfnisse über langfristig angelegte Affären zu lösen. Allerdings bin ich manchmal durchaus auch sehr hungrig und habe mehrere Guttourinnen, wie ich sie so gerne nenne, gleichzeitig. Ich finde ohnehin, man sollte Fremdgehen nicht so negativ sehen. Man lebt nur einmal
und ich zumindest werde von meinen Geliebten, meinen Affären sehr reich beschenkt. Es gibt Menschen, die fremdgehen, weil sie ihren Partner nicht begehren. Überhaupt nicht. Dennoch sind sie sehr verliebt in ihn. Ihre Beziehung beruht eben auf anderen Dingen. Andere gehen fremd, weil ihr Partner sie nicht begehrt. Und vielleicht geht es gar nicht nur um Untreue oder Monogamie, sondern auch darum, wie sich Einsamkeit anfühlt, wenn man nicht berührt wird. Es ist verständlich, dass sich dieser Mangel irgendwann anfühlt wie ein innerliches Sterben. Und dann sagen sich diese Menschen eines Tages: Ich möchte wieder etwas fühlen. Manchmal geht es beim Fremdgehen darum, aus der festen Beziehung auszubrechen. Manchmal darum, sie besser zu ertragen. Frauen suchen sich oft gezielt einen Lover. Männer nutzen eher Gelegenheiten. Ich glaube, dass es nach wie vor ein Männerbild gibt, das Männer besser macht, wenn sie viele Frauen haben. Was, glaube ich, auch dann dazu führen kann, dass sie leichter geneigt sind, einen Seitensprung zu machen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Uns Männern wird beigebracht, relativ pubertär mit unserer Lust umzugehen und damit Spaß zu haben. Und darüber zu diskutieren, was macht meine Lust gerade mit mir, und das offen auszusprechen, ja, also Beziehungsdynamiken und Beziehungskommunikation spielen da eine Riesenrolle. Der Job, die Kinder, einkaufen, essen, schlafen. Jede Sekunde mit dem Partner, der Partnerin verplant. Und dann ist da plötzlich die Magie einer erotischen Begegnung. Eigentlich verboten, aber trotzdem oder gerade deshalb von großer Kraft. In meiner Partnerschaft habe ich zu der Zeit ganz, ganz viel vermisst. Erstmal, weil ich sehr viel alleine war. Dann, ich wurde nicht mehr gesehen. Ich wurde als Frau nicht mehr gesehen. Als Mutter, klar, aber als Frau, das fehlte mir in meiner Partnerschaft ganz doll. Diese Aufmerksamkeiten, diese kleinen Komplimente. Ja, einfach das gesehen zu werden. Also ich wurde gar nicht mehr gesehen. Wenn dem Paar in der Liebe die Puste ausgeht, weil für ein paar Jahre andere Dinge wichtiger sind, dann scheint die Affäre der kürzeste Weg zurück zu sich selbst. Wir verschwinden kurz von der Bildfläche, um ein anderes Leben zu spüren als das, für das wir uns vor ein paar Jahren entschieden haben. Viele Frauen suchen eben auch Intimität, sie suchen Romantik. Oft ist es auch die Heimlichkeit selber, die sie erregt, dass sie eben so ein Geheimnis haben. Die verlieben sich zum Beispiel am Arbeitsplatz in einen Kollegen und sind dann sehr eingenommen von diesen Gefühlen, von diesen Verliebtheitsgefühlen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie das dann auch in Tat umsetzen. Umgekehrt kann das aber eben dann genauso dazu führen, dass die Beziehung zu Hause dann belastet wird. Meistens ist es fast egal, mit wem wir fremdgehen. Wir verlieben uns nicht in eine bestimmte Person, sondern in das, was der Seitensprung mit uns macht. Konventionen brechen, sich neu erleben, egoistisch sein. Dieses Verbotene, diese Geheimnisse, ist auch prickelnd und aufregend und macht das Ganze erst richtig spannend. Inklusive des Risikos, dass ich dabei erwischt werden könnte. Natürlich passe ich aber auf, dass ich nicht erwischt werde, denn ich will ja eigentlich auch wieder meine Ehe nicht riskieren und meiner Frau nicht wehtun. Was ich bei Männern immer wieder beobachte, ist es schon, dass es sowas wie eine Liebe zur Gefahr gibt. Oder es heißt ja auch immer, Männer, ist nicht so, dass nur Männer das tun, aber Männer mögen Extremsportarten oder mögen den Tod so ein bisschen herausfordern. Und über einen Seitensprung auch das Ende oder den Tod einer Beziehung herauszufordern oder diese Art von Gefahr zu suchen, habe ich schon das Gefühl, dass das auch immer wieder eine Rolle spielt. Salome Balthus ist eine der teuersten Prostituierten Deutschlands. Bei ihr bekommen Männer und Frauen für ein paar Stunden maximale Aufmerksamkeit und Zuwendung. In jeder Hinsicht.
Atmosphäre der Erotik ist ein dunkler Wald. Und in einer Beziehung ist so viel Licht und Zärtlichkeit, wenn sie gut ist, dass dieser dunkle Wald einfach dann wirkt wie eine Nachtbar bei Tageslicht und lächerlich. Und das kann man nicht künstlich herstellen. Manchmal hilft es dann wirklich, das woanders zu suchen. Die meist männlichen Kunden schätzen, dass die Treffen zeitlich begrenzt sind und nicht ihr Privatleben berühren. Es gibt danach keine Anrufe, niemand wartet auf eine neue Verabredung. Viele sind mit ihrer festen Beziehung zufrieden und sehen die Besuche bei ihr gar nicht als Untreue. Selbst wenn sich Männer über ihre Frauen beklagen, dann nicht über die Frauen, sondern über ihre Unfähigkeit, sie zu erreichen. Es ist eine Frage der Empathie, sich in denjenigen hineinzufühlen, wie es ihm gerade geht. Ich glaube, dass der Eindruck, dass da jemand ist, der einen annimmt und neugierig ist. Und ich kritisiere sie nicht, ich stelle sie nicht von vornherein in Frage. Ich kenne ihr Leben nicht und sie haben mir gegenüber die Möglichkeit, der Mensch zu sein, der sie eigentlich immer gern gewesen wären. Ich glaube, für viele ist die Verfügbarkeit von mir und die Diskretheit schon Grund genug. Und dann muss ich ihr noch ein bisschen gefallen. Es ist furchtbar langweilig, auf einer Geschäftsreise allein im Hotelzimmer zu sein. Und es ist furchtbar langweilig, in einer Stadt wie Berlin alleine essen zu gehen. Man hat oft den Eindruck, bei ihr geht es um Liebe und bei ihm um Sex. Aber es gibt keinen Sex, der keinen Sinn hat. Sex hat immer einen Sinn. Und es gibt keine Zuneigung, die nicht erotisch ist. Diese Vorstellungen von, das war nichts, weil man nur Sex hatte und das war nichts, weil es keinen Sex gab. Wir versuchen uns zu rechtfertigen, damit es kein Trara gibt. Jeder erklärt es so, wie es einem am besten nützt. Christoph lebt in Deutschland und Frankreich. Er kennt den Umgang mit Untreue in beiden Ländern. Also in Frankreich finde ich, dass es viel mehr im Verborgenen bleibt. Auch wenn jeweils der Partner und die Partnerin voneinander wissen, dass sie sich gegenseitig betrügen, wird nicht darüber gesprochen. Und ich finde, es ist anders in Deutschland. Also dass da viel mehr die Karten auf den Tisch gelegt werden, dass dann auch zugegeben wird, dass das passiert ist und dann darüber geredet wird. Heimliche Paare treffen sich heute nicht mehr in schmuddeligen Absteigen. Die meisten großen Hotels lassen sich über das Internet stundenweise zum Sonderpreis buchen. Das Berliner Provokateur nicht. Dafür kann man hier mehr als nur übernachten. Wir beobachten schon seit längerem, dass unsere Gäste auch diese Leidenschaft des Lebens einfach offener leben wollen und vielleicht auch manchmal verrückter. Und genau das können Sie hier machen im Provokateur. Da kann man sein Leben in vollen Zügen genießen. Und jeder Aufenthalt wird mit absoluter Diskretion behandelt. Das Design eine Anspielung auf alte und neue erotische Klischees, Kinofilme, Musikclips, Modefotos, Edelpornos. Eine Anregung, sich auszuleben. Zum L'Amour-Package gehört auch eine Dose Sextoys. Das erotische Abenteuer ist heute ein Lifestyle-Event. Genauso selbstverständlich wie der Sexkick aus dem Internet. Oh, eine neue Frau. Technologien wie Virtual Reality werden immer realistischer und ermöglichen ganz neue erotische Erfahrungen. Allerdings meistens allein. Là, y a ses bras. Und da sind ihre Arme. Puis là. Oh! Und da ist ein Garten, ein Pool. Un jardin, une piscine. Ist das schon Fremdgehen? Und was passiert, wenn man die aufregendsten Sexabenteuer außerhalb der Beziehung erlebt? Das ist wirklich etwas anderes. Wenn man sich zum Beispiel sexuell nicht wirklich traut, das zu sagen, was man will, dann hat man eine Maske gegenüber dem Partner. Und diese Maske wird niemals diese Intimität ermöglichen, weil sie immer dazwischen steht. Was man damit zerstört. Ja, wenn ein Partner mit
mit einer vorsichtigen, naja, und ich würde gerne mal, und Füße finde ich vielleicht interessanter. Du bist ja ekelhaft. Der wird nie wieder mit dir reden. Und er wird nie wieder wahrhaftig zu dir sein können, weil er so verschreckt wurde durch das und so vor den Kopf gestoßen ist. Und damit macht man Türen zu, wo man vielleicht gar nicht bemerkt erst am Anfang, dass man sie zumacht. Und die verhindern wahre Intimität und wahres Zusammenwachsen der Partner. Was macht dich an? Was macht mich an? Erotische Fantasien sind sehr individuell. Ein Spiel, oft eine Gratwanderung, entlang von Tabus. Und nicht unbedingt Konsens in einer Beziehung. Ich spüre deine Zunge und sogar die Wellen des Gaumens. Fast echt. Die Lust ist eine starke Kraft. Und manchmal beherrscht sie uns mehr, als uns lieb ist. Was machen wir mit unseren Fantasien, die echt sind, die wirklich zu uns gehören und nicht nur etwas sind, das wir gelesen haben? Was machen wir mit dem Virtuellen? Was bedeutet es, wenn wir auf Facebook auf Gefällt mir klicken? Was machen wir bei einer Masseuse? Was machen wir, wenn wir Pornos schauen? Gehört meine Sexualität ausschließlich der Partnerschaft oder ist sie Teil meiner Souveränität, meiner Grundfreiheit und behalte ich sie für mich, auch wenn ich in einer Beziehung bin? Ein paar Stunden, Tage oder jeden Dienstag um 5. Wenn die Alltagsroutine mit einem Liebesrausch unterbrochen wird, wirkt das wie ein Aufputschmittel für die Seele. Erstmal dieses Kribbeln wieder im Bauch, dieses Gefühl zu leben, dieses begehrt zu werden, gesehen zu werden, dann habe ich mich unheimlich schön gefühlt, leicht gefühlt und alles hinter mir gelassen. Alles, was jetzt zu Hause war, war weg. Es waren einfach ein paar Tage, die nur mir gehört. Sich komplett fallen lassen und wieder neu entdecken. Egal, ob es die Lust ist, die Bestätigung oder das Abenteuer, gute Gefühle sind ein Grundbedürfnis. Sie machen glücklich und selbstbewusst. Das, was die meisten sagen, ist, ich fühle mich lebendig. Nicht, ich hatte Sex, sondern zum ersten Mal habe ich etwas für mich selbst gemacht. Ich spürte eine Intensität, die ich nicht mehr kannte. Ich bekam eine Aufmerksamkeit, die ich nicht mehr kannte. Ich fühlte mich reif, ohne alt zu sein. Ich hatte endlich wieder das Gefühl, begehrt zu werden. Denn ich werde zwar geliebt, aber seit Jahren nicht mehr begehrt. Oder sogar weder geliebt noch begehrt. Und zum ersten Mal möchte mich jemand wirklich berühren und mir nicht nur einen Dienst erweisen. Ganz klar Sex und Erotik. Mir ist sowas sehr wichtig, meiner Frau inzwischen nicht mehr so sehr. Das ist natürlich bei Affären ganz anders. Mag's, wenn meine Geliebte sich auch schön zurechtmacht, schönes Parfüm trägt, Dessous, Strapse. Die Frauen sind neugierig, offen, frei, wollen den Sex ausprobieren, Vergnügen haben, einfach Spaß. Durch die Affären ist es halt auch so, dass man immer wieder etwas Neues entdeckt, weil jede Frau bringt etwas Neues mit ein, hat neue Ideen und so ist jede Affäre auch dann immer wieder ein neues Abenteuer. Diese Atmosphäre, Strand, Sommer, ein Glas Wein in der Hand, keine Verpflichtung, kein Geschrei im Hintergrund. Ich konnte mich dem einfach hingeben. Und das war das Schöne. Zu dem Zeitpunkt war ich wirklich verliebt, ja. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil meinem Mann wurde ja nichts weggenommen in dem Moment. Das hätte er mir ja da gar nicht geben können. Da habe ich kein schlechtes Gewissen. Nein, keine Sekunde. Das war wie eine Droge für mich. Beim Fremdgehen ist es mit dem Begehren ganz einfach. Alles ist neu, nichts muss verhandelt werden. Denn es gibt keine gemeinsame Zukunft.
Ein intensives Erlebnis, das so nur im Schatten einer festen Beziehung möglich ist. Bei einigen meiner Patienten ist es so, dass sie sich während einer Affäre wieder mit ihrem erotischen Ich verbinden, ihrer Vitalität, ihrer Sexualität und eine Energie mit nach Hause bringen, wie sie es nie zuvor getan haben. Das euphorische Glücksgefühl lässt in einer Beziehung nach ein paar Monaten nach. Doch beim Fremdgehen entsteht keine Gewöhnung, weil das Paar sich so selten sieht. So wird bei jedem Treffen das Gehirn erneut mit Endorphinen und Dopamin überflutet. Jedes Rendezvous ein neuer emotionaler Kick. In vergangenen Jahrhunderten hat niemand den Liebesrausch im Ehebett erwartet. Dort wurden die Nachkommen gezeugt. Den Spaß gab es woanders. Doch nicht für alle. Untreue gibt es so lange, wie es die Ehe gibt. Lange Zeit waren außereheliche Liebschaften für Männer allgemein akzeptiert. Und je höher der gesellschaftliche Rang, desto mehr war erlaubt. Bis zum frühen Mittelalter war Promiskuität üblich. Die Frauen hatten nichts zu sagen, die Männer haben sich bedient. Wurde ein uneheliches Kind geboren, musste es die Familie der Frau großziehen. Mit der Christianisierung wurde der Ehebruch von der Kirche verboten. Sex sollte keinen Spaß mehr machen und die Ehepartner das ganze Leben einander treu sein. Theoretisch. Also man hat zwar lange stabile Partnerschaften, man ist Ehen eingegangen. Diese Ehen waren aber eher ein ökonomisches Konstrukt. Und es wurde stillschweigend akzeptiert, dass auch fremdgegangen wurde. Also man hat zwar die Ehe, aber sowohl für Frauen, aber für Männer gab es da ein kleines Türchen. Im 18. Jahrhundert trafen sich gelangweilte Adlige zum erotischen Schäferstündchen. Inspiriert von der Naturdichtung der damaligen Zeit, verkleideten sie sich als Schäfer- und Bauernmädchen, um in der ländlichen Idylle miteinander neue Sexabenteuer zu erleben. Bis ins 19. Jahrhundert galten Affären in aristokratischen und großbürgerlichen Kreisen als eleganter Zeitvertreib. Wurden die Geliebte und der Liebhaber vom Ehepartner abgesegnet, gehörten sie quasi zur Familie. Es war jedoch nicht erlaubt, mit derselben Person längere Zeit liiert zu sein. Erst mit dem Erstarken des Bürgertums im 19. Jahrhundert ist Schluss mit dem Lotterleben. Ehebruch wird verboten und hart bestraft. Doch gleichzeitig etabliert sich das Modell der romantischen Liebe. Die Sehnsucht nach dem Menschen, der mich glücklich macht. Maria und Marlon sind seit einem Jahr zusammen. Wie 90% aller Paare ist ihnen Exklusivität in ihrer Beziehung wichtig. Ich denke, für uns wäre schlimm, wenn einer von uns untreu wird. Ja. Ja, gibt es nicht mehr zu sein. Es wäre schlimm. Ja, also es wäre. Aufs erste Gefühl wäre es der Zusammenbruch der Beziehung, wenn das herauskommen würde, dass der andere Partner untreu war. Und ich glaube, dass man sich ganz schnell selber schützt und dann sagt, okay, das war's jetzt, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben und wir brechen ab, weil das einfach nicht gut war und alles zerstört hat. Ich kann mir aber vorstellen mit der Zeit, dass man trotzdem die Nähe wieder sucht, weil man ja sich trotzdem liebt. Bei uns, ich denke, ist die klare Grenze von sexuellen Sachen, die man mit jemand anders macht, sei es Küsse oder auch bestimmte Nachrichten vielleicht, wie man text mit jemandem, wie man sich mit jemandem verhält, wie nah man kommt in diese sexuelle Ebene, das ist auf jeden Fall, ich denke, ein No-Go. Florian und Tom leben ein alternatives Modell und haben sich andere Grenzen gesetzt. Sie sind seit 10 Jahren ein Paar und erlauben sich gegenseitig Sex mit Fremden. Natürlich hat es einen Reiz, mit jemandem anderen
Sexualität mal auszuleben und andere neue Sexualität wieder zu entdecken. Und ich glaube, das ist die Hauptmotivation, warum Menschen dann einen Seitensprung machen. Das ist, glaube ich, auch das, was spannend ist. Bei uns ist das nicht dieses, wir machen was Verbotenes, sondern wir wissen ja voneinander, sondern wir probieren was Neues aus. Moralisches Versagen, Skandal oder Privatsache? Wie Untreue bewertet wird, hängt von den sozialen und kulturellen Konzepten ab, die gerade gelten. Fremdgehen wird heute wieder mehr verurteilt, sagen Experten. Und noch immer schicken eifersüchtige Ehemänner und Frauen Privatdetektive los, um ihre Partner auszuspionieren. Die Frauen stehen dabei mehr unter Kontrolle. Je besser die Frau sozial gestellt ist, desto eher ist die Gesellschaft bereit, ihr promiskuitives Verhalten zu akzeptieren. Je tiefer die Frau, also je weniger Macht sie hat in der Gesellschaft, desto strenger und rigider sind die Moralvorstellungen. Und das betrifft nicht nur die Frauen, also nicht nur die Frauen sind bereit, das zu akzeptieren, sondern auch die Männer. Bei Männern wurde Promiskuität in den vergangenen Jahrhunderten meist akzeptiert. Auch wenn Fremdgehen offiziell verboten war und geahndet werden konnte. In Deutschland und Frankreich galt Ehebruch noch bis Mitte der 70er Jahre als Straftat. Bei den alten Griechen durfte das Oberhaupt der Familie Ehebrecher auf der Stelle töten. Die Germanen haben Ehebrecherinnen das Haar geschoren und sie nackt durchs Dorf geprügelt. In Texas war es bis 1973 den Männern erlaubt, den Liebhaber ihrer Frau zu töten. Heute wird Untreue in keinem europäischen Land mehr strafrechtlich verfolgt. Trotzdem kann ein Seitensprung noch immer ein Skandal werden. Egal ob Bill Clinton, François Hollande oder Boris Becker. Affären von vorzugsweise männlichen Politikern oder Promis sind immer gut für Schlagzeilen. Warum ist das mit der Treue so schwierig? 85% aller anthropologisch untersuchten Gesellschaften erlauben oder erlaubten Polygamie. Von Natur aus sind wir nicht monogam, sondern eher polygam. Genauso wie die meisten Säugetiere. Unser biologisches Erbe ist mit dafür verantwortlich, dass Treue so schwer fällt. Andererseits haben wir der Monogamie nach neuesten Forschungen unseren zivilisatorischen Fortschritt zu verdanken. Das Paar, die Kleinfamilie, als Keimzelle für Wohlstand und Sicherheit. So kommt es, dass die Affäre seit jeher die Ehe begleitet. Heute wird das jedoch kaum noch so akzeptiert. Die meisten PartnerInnen wollen wissen, wenn sie betrogen werden und scheuen nicht die Aufdeckung. Wenn sie auf die simple Frage, Schatz, wo warst du, eine Rechtfertigung bekommen und jemand ihnen sogar die Buchungsbestätigung zeigt, dass die Person wirklich in Hamburg war, ist es eher ein Grund, skeptisch zu werden. Lügner neigen dazu, in gelogenen Alibis Details zu geben, nach denen sie nicht gefragt haben. In Frankreich gilt Fremdgehen eher als Kavaliersdelikt, in Deutschland als ultimativer Verrat am Partner. In den USA ist der Seitensprung ein moralisches Vergehen und nur schwer zu verzeihen. Gelogen wird in allen drei Fällen. Interessant ist der Fakt, dass Lügner dazu neigen, sich im Moment der Lüge besonders formell auszudrücken. Nehmen wir das berühmteste Beispiel von allen, Bill Clinton und die Lewinsky-Affäre. Er sagte, I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Er sagt nicht, I didn't, er sagt, I did not. Das war eine Abweichung von der Baseline, denn das hat er fast noch nie zuvor gesagt. Er sagt nicht Sex, sondern Sexual Relations. Und er sagt nicht Miss Lewinsky, er sagt That Woman Miss Lewinsky. Eine kühle, extrem klare und distanzierte Sprache ist ebenfalls eines der Signale, dass jemand eher die Wahrheit verlässt. Avouer
Nach dem Geständnis stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Es ist nicht immer selbstlos oder ein Ausdruck von Mitgefühl. Manchmal ist es grausam. Man gesteht, weil sich vielleicht gerade eine Gelegenheit bietet oder weil es das Gewissen entlastet. Jetzt kann ich besser schlafen und du hast die schlaflosen Nächte. Oft ist das Geständnis aber auch ein Weg, um die Affäre zu beenden. So, jetzt habe ich es gesagt und jetzt ist Schluss damit. Doch manchmal beginnt damit das Unglück des anderen. Die Folgen von Untreue ziehen heute große Kreise. Denn vom Glück des Paares hängt auch das Glück der Familie ab. Trennt sich das Paar, zerbricht auch die Familie. Das ist neu. Gleichzeitig waren die Erwartungen an die Partnerschaft noch nie so hoch. 2019 wurden in Deutschland 440.000 Ehen geschlossen. Fast 1 Million Männer und Frauen, die einem anderen Menschen bedingungslos vertrauen. Einander Treue schwören und hoffen, dass die Liebe für immer bleibt. Wir erwarten von einer Partnerschaft heute viel mehr als früher. Geborgenheit und Sicherheit, aber auch Ekstase und Abenteuer. Früher haben Paare gemeinsam etwas aufgebaut. Heute krönen wir unser erfolgreiches Leben mit dem perfekten Partner oder der perfekten Partnerin. Wir definieren uns über unsere Beziehung. Der Mensch, mit dem wir zusammenleben, ist unser seelischer Anker. Anna erfuhr von der Affäre ihres Mannes, als die Familie gerade mit den beiden Kindern ins neue Haus gezogen war. Sie sieht in Wirklichkeit anders aus und möchte nicht erkannt werden. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du eine Freundin? Und dann sagt er, ja, was glaubst du? Und er sagt, ja, ich hoffe, nein. Und er sagt, ja, ich hoffe, ja. Und dann war es klar, dann war es raus. Ne? Und dann sagt er, sie ist schwanger. Ja, und dann habe ich einen Schrei getan, den meine Kinder wohl auch gehört haben. Und habe dann mit einem verheulten Taschentuch, das habe ich nach ihm geworfen. Später hat er sich dann beschwert, ich hätte mit Dingen nach ihm geworfen. Ich war am Boden zerstört. Also ich war total neben mir. Dann habe ich gesagt, verschwinde. Und dann hat er das Auto genommen und ist weggefahren. Und ab da war er weg. Werner, Pilot, und Doris, früher Maklerin und bald Therapeutin, sind seit mehr als 30 Jahren ein Paar. Als Doris ihren Fehltritt beichtet, führen sie nach außen das perfekte Familienleben. 2 Kinder, ein Hund, ein schönes Haus. Als Doris mir gestanden hat, dass sie sich verliebt hat, ja, hat sie mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Wie gesagt, das waren Situationen in unserem Leben, wo ich eigentlich den Eindruck hatte, dass wir angekommen sind, dass wir glücklich zusammen sind. Als Werner von Doris Seitensprung erfährt, gibt er auch zu, schon einmal fremdgegangen zu sein. Beide waren untreu, beide wurden betrogen. Plötzlich steht die ganze Beziehung in Frage. Also ich habe das meiner Frau nicht gebeichtet. Das war ja ein Tabuthema bei uns. Meine Eltern haben mal gesagt, sowas darf nicht passieren. Und wenn es passiert, dann trennt man sich. Als ich erfahren hatte, dass mein Mann auch eine Affäre hatte, ging es mir persönlich richtig schlecht, weil er ja was anderes verkauft hat an mich und ein anderes. Wir haben ja das andere Konstrukt gelebt und es immer verurteilt wurde, dass man sowas ja nicht tut. Und da ist schon, da hätte ich mehr Ehrlichkeit erwartet oder ein Stück mehr Ehrlichkeit erwartet. Ist Untreue egoistisch? Absolut. Diese Überschreitung machen wir nur für uns selbst. Und genau das ist es, was es für den anderen so schlimm macht. Du konntest an dich denken, ohne an mich zu denken, ohne an uns zu denken, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Was ist in dich gefahren? Du hast mich ausgelöscht. Wer heimlich fremd geht, muss vertuschen, Alibis konstruieren, seinen Partner belügen. Ja. Ich hab dir doch gesagt, dass ich um 12 da. Nee, es wird vielleicht ein bisschen später, aber ich mach's auf jeden Fall. Ja, ich hol ihn ab. Oftmals beginnen diese Kränkungen schon sehr, sehr früh.
Jedes Mal, wo er nicht geantwortet hat, war einer dieser Nadelstiche. Jedes Mal, wo er abends länger im Büro war und sich nicht abgemeldet hat, war einer dieser Nadelstiche. Jede Nachricht, jeden Brief, den sie möglicherweise von anderen Frauen gefunden hat, war einer dieser Nadelstiche. Jedes Mal, wenn er nach Parfüm riecht oder Lippenstift am Kragen hat, war einer dieser Nadelstiche. Wut, Trauer, Schmerz. Wer erfährt, dass er betrogen wird, kommt schnell an seine Grenzen. Untreue tut vor allem weh, weil man sich gedemütigt fühlt, weil man sich natürlich schlecht fühlt. Also was hat die andere Person, was ich nicht habe? Oder bin ich zu zick, zu dünn, zu langweilig, zu laut, zu lustig, zu traurig? Man weiß es ja nicht. Also mir ging es so. Ich wusste es nicht. Ja, so Männer kommen zu mir, die betrogen wurden oder auch verlassen wurden. Das ist ein ähnlicher Schmerz, ja, wo es darum geht, verlassen oder sich nicht gut genug zu fühlen, also wo ein großes Selbstvertrauen, so ein Selbstbewusstseinsthema daraus entsteht. Und wo auch zutage tritt, wie viel Abhängigkeit in der Beziehung an sich bestanden hat. So kann aus Liebe Hass werden. Und Betrogene versuchen oft verzweifelt, die aus den Fugen geratene Welt für sich wieder in Ordnung zu bringen. Ich würde sagen, dass all diese Extremreaktionen, es ist wie eine Skala der Gewalt, die vielleicht mit Anschreien beginnt und mit dem Töten endet. Wie weit wir auf dieser Skala gehen, hängt maßgeblich davon ab, wie extrem die Situation ist und wie gewaltgeneigt die Person ist. Mord aus Eifersucht. Meistens ist die Frau das Opfer. Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist eine der wenigen Täterinnen. 1977 erschoss sie im Affekt ihren Lebenspartner Klaus Knaatz. Das Paar war seit mehreren Jahren zusammen und van Bergen finanzierte das gemeinsame Leben. Doch der Geliebte war nicht treu. Das ist für jede Frau, denke ich, mal eine schwierige Situation. Sie lieben einen Mann und sie wissen, er ist nicht treu und er lügt sehr viel. Natürlich, wie Männer, die fremdgehen, lügen natürlich ganz viel. Das, wenn er nachts nicht kam, dann wo war er? Keine Ahnung. Und ich wurde natürlich auch mit Informationen gefüttert von anderen Leuten. Aber ich liebte ihn. Das ist, ich war blind, also sozusagen halbblind. Während van Bergen am Abend der Tat seit Stunden zu Hause vergeblich auf ihren Partner wartet, trifft sich Knaatz mit einer anderen Frau. Sie ist eine Person, die man durchaus als impulsive Person bezeichnen kann. Eine Person, die außerdem gewohnt war, zu bekommen, was sie möchte. Eine Person, die kontrollsüchtig war. Spät in der Nacht meldet sich Knaatz mit einer Nachricht, die ihre Welt zum Einsturz bringt. Als er gesagt hat, ich betrüge dich und ich verlasse dich jetzt, hat sie gesagt, es hat mir den Teppich unter den Füßen weggezogen und ich hatte gar keine Existenz mehr. Das ist ein interessanter Satz. Er verlässt sie und sie sagt, ich hatte in dem Moment gar keine Existenz mehr. In der Nacht kam er nach Hause. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das war. Auf alle Fälle, ich habe mir die Waffe geholt und tja. Es fallen 3 Schüsse. Van Bergens Geliebter verblutet. Personen, die Intimpartner töten, machen den eigenen Selbstwert vollständig von dieser Beziehung, von dieser Person abhängig. Du liebst mich, also bin ich. Du liebst mich nicht mehr, also bin ich nicht mehr. Es war der Zustand, den man als Lebensbankrott bezeichnet. Im Grunde war alles zu Ende für mich sowieso. Also war es mir im Grunde auch vollkommen egal, was mit mir passiert. Untreue ist der zweithäufigste Grund, wenn Ehe- oder IntimpartnerInnen den anderen töten. Enttäuschte Liebe kann extreme Folgen haben. Niemals zuvor hat man erwartet, dass eine einzige Person einem all das gibt, was früher von einem ganzen Dorf kam. Dann ist doch klar, wenn diese Person mich betrügt, ist das eine Katastrophe.
Wenn du mich verlässt, mich ersetzt, mich, die ich mich einzigartig, unverzichtbar, unersetzbar für dich glaubte, mich einfach fallen lässt, dann ist das unerträglich. Die große Liebe, das gemeinsame Projekt Familie, ein Scherbenhaufen. Für viele ist Untreue das Schlimmste, was ihrer Beziehung passieren kann. Und Trennung der einzige Ausweg. Aber vielleicht nur, weil Freunde, die Familie, Kollegen es so erwarten? Wie sollten Paare in dieser Situation miteinander umgehen? Das Gefühlschaos trifft beide Seiten. Das Interessante ist ja, dass wir durch Hollywood und auch durch Popsongs und so weiter quasi gesagt bekommen, wie wir zu reagieren haben in bestimmten Situationen, wann was weh zu tun hat, wann man sich trennt und wie man sozusagen zu leiden hat. Ja? Und insofern gibt es da auch Dinge, die gar nicht originär wir sind, sondern vielleicht auch von außen uns eingeredet wurden. Die Menschen sind oft impulsiv, als müsste man sich auf der Stelle entscheiden. Das ist nicht immer gut. Man muss leiden, sich ausdrücken. Aber man sollte nicht, wenn man all das erfährt, in diesem Augenblick über das ganze Leben entscheiden. Doch das passiert oft. Entscheidend sind die Fragen, die ich stelle. Der Detektiv fragt, wo warst du, wie oft und habt ihr es von vorn oder von hinten getrieben, im Stehen oder im Liegen und wie viel hast du ausgegeben und so weiter. All diese Dinge werden mich die ganze Nacht wach halten und mir keine Ruhe lassen. Besser ist es zu fragen, warum ist dir das passiert? Warum jetzt? Was hast du gedacht? Wolltest du, dass ich es entdecke? Wolltest du aufhören, ohne dass ich es jemals erfahre? Hast du darauf gewartet, dass dir klar wird, ob du bei mir bleiben willst oder nicht? Hast du an uns, an unsere Kinder gedacht? Liebst du mich noch? Oder entscheidest du dich nur für mich, um nicht das Leben zu verlieren, das wir führen? Das sind Sinnfragen. Und das gibt mir Würde. Irgendjemand verliert immer, wenn es darum geht, nach der Affäre wieder Ordnung ins Leben zu bringen. Meistens ist es die oder der Geliebte ohne feste Beziehung. Nur wenige, die fremdgehen, verlassen ihre Familie und beginnen ein neues Leben. Auch wenn sie oft etwas anderes sagen. Diesen lässigen Umgang, den man so jetzt beobachtet im Rahmen von Beziehungen, das finde ich sehr zwiespältig. Für viele Leben, Partner, Partnerin, Kinder, Eltern, das hat so viele Folgen, diese Untreue. Und das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Es gibt Untreue, die ein Paar tötet, das bereits im Sterben liegt. Gut, es gibt kein Zurück. Eine andere Möglichkeit? Ich habe mich verliebt. Ich möchte woanders hingehen. Ich möchte ein anderes Leben. Das ist nicht nur eine Geschichte der Liebe, sondern eine Geschichte des Lebens. Und ich will dieses andere Leben. Und dann gibt es Untreue, die wie ein Alarmsystem funktioniert, die das Paar aufweckt, das eingeschlafen war, das nicht mehr aufmerksam war. Und auf einmal sieht man, wir könnten alles verlieren. Das will ich nicht. Doris und Werner haben sich nach ihren Affären getrennt. Doris ist ausgezogen und jeder ging eigene Wege mit anderen Partnern. Das war vor 8 Jahren. Dann zogen sie wieder zusammen, experimentierten mit einer offenen Beziehung. Ich habe natürlich auch versucht, habe natürlich auch gehofft, dass es wieder klappt. Und habe dann auch mich hinterfragt, habe überlegt, was kann die Ursache sein. Weil wir waren ständig in Kontakt und so kam auch immer mehr meine Zuversicht wieder, dass wir doch eine Chance haben und dass wir wieder zusammenkommen. Und
ja, es ist ja dann unterm Strich auch so geworden, zum Glück. Im Laufe der Zeit, nachdem wir das dann für uns ja einigermaßen verarbeitet hatten, haben wir es aufgearbeitet. Und ich glaube, so eine Geschichte kannst du auch nicht von jetzt auf gleich aufarbeiten in einer Nacht, sondern das kommt im Laufe der Zeit und man sagt, das fehlt mir und der Partner sieht dich wieder ganz anders und wird vielleicht auch wachgerüttelt in dem Moment. Und das war ganz, ganz hilfreich für uns beide, um wieder einen neuen Weg zu finden. Es war noch nie so schwierig, ein gutes Paar zu sein. Denn wir haben noch nie so viel voneinander verlangt. Doris und Werner ist es gelungen, ihre Beziehung nach den Affären auf ein anderes Level zu bringen und ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Untreue ist für sie kein Thema mehr. Diese ganzen Wege, die wir zusammen bestritten haben, ob das eben Untreue war, ein Fremdgehen war, ein One-Night-Stand oder irgendwas, das gehört dazu. Das ist unsere Ehe, das mussten wir alles durchlaufen, um heute an diesem Punkt zu sein, wo wir sind. Und das ist natürlich etwas, was ich aus unserem Leben gelernt habe. Man darf den anderen halt nicht aus den Augen verlieren. Und wie gesagt, sei es mit Komplimenten oder mit Aufmerksamkeiten, wie auch immer. Dass man von Anfang an miteinander spricht, nicht mal alles runterschluckt, sondern das dann rauslässt. Und dann kann man vorher vielleicht irgendwelche Wege gemeinsam finden, um vielleicht allem anderen aus dem Weg zu gehen. Wenn ich meinem Partner sage, mir fehlt das, und dann kann er ja ganz anders damit umgehen. Also immer im Dialog zu bleiben, auch jetzt noch, klar, das hört ja nicht auf. Und sich halt zu sehen und einfach das Leben auch zu genießen, Spaß zu haben. Immer mehr Paare experimentieren auch mit neuen Beziehungsmodellen. Sie führen vielleicht eine offene Beziehung und erlauben sich gegenseitig Affären mit Männern und Frauen. Andere leben Polyamor und sind mit mehreren Partnern gleichzeitig zusammen. Oder sie suchen gemeinsam statt getrennt nach erotischen Abenteuern. In der Liebe ist heute viel mehr möglich. Neue Frauen, neue Männer, neue Körper. Die Möglichkeiten, als Paar gemeinsam auf die Pirsch zu gehen, haben zugenommen. In Städten wie Berlin gibt es unzählige Orte für aufregende Begegnungen. Dominique veranstaltet in ihrem Club Insomnia seit 15 Jahren Partys, bei denen sich die Gäste gern näher kommen können, wenn nicht gerade Pandemie ist. Ich erlebe das, dass Frauen genauso, wenn nicht sogar noch mehr Bedürfnis haben nach Sexualität. Ich erlebe, dass Frauen eigentlich diejenigen sind, die in der Beziehung zuerst sagen, wenn sexuell was nicht stimmt, oder da Meldung machen. Und gerade in den letzten 10, 20 Jahren erlebe ich es, dass die Frauen diejenigen sind, die sagen, ich möchte mal gerne was Neues ausprobieren. Und die dann eben so die Männer mal dann mit hier reinschleppen. Mit anderen Sex erleben, ohne sich zu verstecken? Ohne zu lügen und die Beziehung zu riskieren? Immer mehr Paare sprengen die Konventionen der Monogamie und bleiben trotzdem ein Paar. Nur anders als bisher üblich. Wichtig ist in einer Beziehung oder in einer Ehe, ist, dass man so sein kann, wie man ist. Dass man geliebt wird, wie man ist. Auch mit den Ecken und Kanten und auch den schlechten Seiten. Weil wenn du mit deinem Partner alles erleben kannst und auch alles besprechen kannst, dann stellt sich die Frage nach einem Fremdgehen einfach nicht mehr. Wir gehen auch gemeinsam an Orte, an denen man Sex ausleben kann. Und ja, unser Credo ist eigentlich immer, wir gehen zusammen hin und wir gehen auch zusammen wieder nach Hause. Also es hält auch die Sexualität innerhalb der Partnerschaft am Leben, weil man sich mit neuen Dingen und neuen Eindrücken auseinandersetzt. Also wir sagen uns ständig, dass wir uns Tag für Tag eigentlich mehr lieben. Und vielleicht aber genau für diese Verrücktheiten, die wir irgendwie miteinander mitmachen und zulassen. Ich glaube, die Monogamie mit erweiterten Möglichkeiten, die ist schon eine ziemlich ideale Konstruktion. Die ist nicht gefahrlos.
Es ist nicht gefahrlos, andere Menschen in den Sex hineinzuholen, das will ich nicht sagen. Aber es ist genauso wenig gefahrlos, nicht über Sex zu reden, weil dann läuft bei dem einen der Vibrator heiß und der nächste geht im Puff. Also, das ist auch nicht gefahrlos. Ja, auf allen Wegen lauern die Gefahren und man muss halt miteinander in Kommunikation bleiben. Die Treue steht heute zur Diskussion. Paare entscheiden selbst, welche Regeln sie sich geben und wie sie das Dilemma zwischen Sicherheit und Selbstverwirklichung, Liebe und Begehren bewältigen. Das Wichtigste, damit das Feuer nicht aufhört zu brennen, ist, dass man nicht sagt, okay, jetzt habe ich eine Beziehung, jetzt muss ich nicht mehr kämpfen, jetzt bin ich in meinem Komfort, jetzt muss ich mich nicht jeden Tag duschen und schön aussehen oder so schöne Kommentare machen. Aber es ist, dieses Vorspiel für mich ist schon früher als im Bett. Es ist wirklich dieses kleine Spielchen, dieses Wissen, was der andere erregt. Und das macht, dass das Bett auch so gut funktioniert und brennt. Doris und Werner haben es geschafft, füreinander dauerhaft wichtig, interessant und spannend zu bleiben. Dann kommen wir nach Hause und setzen uns dann zusammen hin. Und machen die Musik an und trinken weiter und tanzen. Wir sind uns dann selber genug. Wir haben immer was zu erzählen. Also das ist so witzig. Und lachen und singen und freuen uns. Das ist wirklich witzig. Besoffenes Bett. Ihre Seitensprünge haben sie dazu gebracht, heute ehrlicher, gleichberechtigter und aufmerksamer miteinander umzugehen. So führt diese Krise der Untreue sehr oft dazu, dass wir zum ersten Mal über unerfülltes Begehren sprechen, über sexuelle Frustration, emotionale Einsamkeit, unsere Wünsche. Es ist nicht einfach zuzugeben, dass sich die sexuellen Wünsche manchmal nicht vereinbaren lassen. Und dieser neue Umgang miteinander wird weiter zunehmen. Das ist schon eine große Aufgabe, die Treue. Und ich glaube fest daran, dass es sich lohnt für die Beziehung. Aber an jeder Ecke warten Verlockungen. Nicht einfach, da immer Nein zu sagen. Ich bin da, im Hotelzimmer. Zimmer 21. Ich freue mich. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, senor.